Ja, ahoi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Jetzt sind ein paar Tage vergangen nach dem Treffen von der German Vinyl Community und jetzt möchte ich hier beim Spaziergang auch die Gelegenheit nutzen, mal kurz meine Eindrücke zu schildern, wie ich es fand. Also erstmal ganz großes Kompliment an den Guido für die Organisation, das war also mehr wie franktastig. Dann für den Richie noch ein großes Dankeschön, der sein ganzes Equipment aufgebaut hat für den kurzen Livestream. Generell für die Leute, die sich die Zeit genommen haben, die da waren, die dann ohne irgendwie zu zucken gesagt haben, sie kommen. Jeder hat irgendwas mitgebracht, Getränke und so weiter. Das war irgendwie, ja, das war ganz, ganz, ganz große Klasse. Und was ich noch fantastisch fand, war, irgendwie waren es ja fremde Leute. Ne? Ich bin da hingefahren, mir ging es noch nicht ganz so gut. Vorher noch einen Auftritt gehabt, da wusste ich erst nicht, fahre ich hin, fahre ich nicht hin, weil ich noch nicht so fit war. Meine Frau hat dann zu mir gemeint, also nicht falsch verstehen, aber sie hat dann gemeint, eigentlich sind es ja fremde Leute und wenn es dir nicht so gut geht, willst du das dann wirklich antun? Und der Spruch habe ich zum Nachdenken gebracht, weil komischerweise, wie ich dort war und habe den ersten gesehen, da kam der Pete, da dachte ich mir, der Pete ist ja wirklich wie der Pete im Fernsehen. Dann kam der Guido, dachte ich, der Guido ist ja genauso. Und dann irgendwie so nach und nach, wie man die Leute dann getroffen hat und gesehen hat, hat man gemerkt, irgendwie, da kennt die Leute. Man kennt sich zwar nicht persönlich, aber man kennt sich irgendwie doch. Und es war irgendwie so direkt so ein heimisches Gefühl. So, wie gesagt, als wäre man vielleicht auch bei Klassenfahrt oder beziehungsweise als wäre es ein Klassentreffen, als hätte man die Leute schon ewig nicht mehr gesehen, aber irgendwo kennt man sie doch. Und das war für mich so ein Schlüsselereignis, wo ich sage, dann stimmt doch alles. Also wenn so ein Gefühl aufkommt, dann war doch alles richtig. Von daher also nochmal vielen Dank an jeden. Das waren tolle Gespräche. Auch das tolle Video vom Timo. Ich habe ja auch so einen kleinen Trailer gemacht, um nur einfach mal ein bisschen die Stimmung einzufangen. Ich hoffe, das hat auch ein bisschen Spaß gemacht, sich anzuschauen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das wiederholen könnten in naher Zukunft. Und also wenn es bei mir zeitlich klappt, ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich fand, das war ein ganz, ganz gelungenes Treffen. Deswegen Dankeschön an jeden Kanalbetreiber, der dabei war und auch generell an andere Vinyl-Verrückte, die vielleicht noch dazukommen jetzt in die Community, die jetzt vielleicht den Narren gefressen haben und sagen, jawohl, das ist ein ganz cooler Haufen, da mache ich mit, da will ich dabei sein. Das wäre natürlich noch super, wenn sowas noch zustande käme. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das waren kurze Eindrücke. Ich wünsche euch was. Bis dann.